Okay. Ein bisschen Unfug treiben. Verdammtes Radio. Was soll das bloß immer? Das kann doch nicht sein. Gleich geht's nochmal an. Pass auf. Nimm das Messer weg, du, ey. Geht denn los? Nicht, dass wir uns noch selbst erstechen oder sowas. Dann ist die Story zu Ende. Tja, das war's mit dem Let's Play. Wow! Okay, yes, so. ja. So wollte ich eigentlich nicht übertreiben. Ich war das nicht, Mami. Ich war's nicht. Ist schon okay, Schatz. Das macht nichts. Ich glaube, wir gehen mal besser rausspielen. Tschüss, Aiden. Wenn sie schon Angst vor dem hat, warum sollen wir mit dem Affen spielen? Ey, da draußen brennt's, oder? Nee. Oder leuchtet das bloß so? Gehen wir mal rausgucken. Schatz, nimm den Mantel. Es ist wirklich kalt draußen. Ein leuchtendes Rentier. Wo ist ein Mantel? Ich brauche einen Mantel. Kannst du sagen, wo der Kleiderschrank ist? Ah, das war ja so wie mit dem Norman. Der hieß doch Norman. Detective Norman, oder wie der hieß, bei Heavy Rain. Kleines Mäntelchen. Der hat ja auch so eine Art Krankheit durch seine Brille da, die er mal getrogen hat, und seine komischen Kräfte mit seinem Handschuh. Und der war ja auch mehr oder weniger immer süchtiger geworden und am Ende sogar umgekommen, weil er das zu viel verwendet hat. Und ich will nicht, dass es mit uns genauso ergeht, dass irgendwann Aiden die Überhand gewinnt, sage ich mal. Ich nutze mal lieber weniger. Ich gehe ja schon. Aber manchmal so zum Spaß zwischendurch. Wenn man schon so eine Macht hat, ne, also wollen wir es ab und zu mal nutzen. Nur nicht übertreiben sollte man, alles im gesunden Maß. Toll, jetzt ist es langweilig und ich friere. Dir ist das egal, oder Aiden? Dir ist nie kalt. Dem ist nie kalt, dem ist nie langweilig. Das ist ein Spinner, der Aiden. Macht dir da nichts draus. Schönes Reh, ist, kann er bestimmt umbumpen hier, der Aiden. Können Fußball spielen? Ah, ein bisschen Ball rumschubseln. Schaukeln. Geht schaukeln? Ja, das geht. Im Winter sollte man es eigentlich nicht machen, denke ich mal. Wegen Frost und nicht, dass die Seile reißen und so, ne? Schubs. Was wäre los auf ihn? Wer hat das gesagt? Dann halt nicht. Es macht eh keinen Spaß. Ach so, die wollte noch mehr angeschubst werden. Nicht, dass du noch einen Überschlag machst, Gute hier. Das wollen wir nicht. Wer sagt au, 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 au? Hast du das gehört? Das kam von der Straße. Von der Straße? Ach, die ist da vorne. Ah. Können wir nicht rennen? Die tapselt so. So taps, 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 taps. Kommt ihr Nasen, alle auf mich! Ich geb auf, okay? Da, ich schwör's dir. Nimm das. Erwischt. Au. Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das musst du bereuen, Fiesling. Nimm das. Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Ach, Aiden, da musst du doch wieder helfen, hä? Du könntest auch mal helfen, Aiden. Ach, Mama merkt's nicht, die ist doch da drin. Aiden, du bist Boch. Der Beste. Weggeklatscht. Muss der Vater wieder einen Zaun reparieren, hat er unnötig Arbeit. Ach, das war L1. Verdammt. Lesen will gelernt sein. So. Hey, Jody, willst du mitspielen? Komm mal schnell, versteck dich, du wirst sonst eingesalbt. So, verstecken. Boff, voll in die Fresse. Können wir uns verstecken? Hey, du kriegst mich nicht. Was? Ach so. Komm schon, los auf ihn. Boff, komm schon. Er versteckt sich da hinten. Ey, ich sag dir's. Hey.
Hey, das ging daneben. Zack, haha, getroffen. So, ihr kriegt da hinten auch noch eine volle Breitseite. Boff. Vor allem nach links gezielt, nach rechts geschmissen. Das ist auch eine gute Kunst. Und komm, bam, voll auf den Head. So, du kriegst auch noch was. So, voll von nahen, ne? Boff, voll in die Fresse. Das wirst du bereuen, Fiesling. Können wir noch näher rangehen? Buff. Komm, ich will den einseifen. Komm mal her, Kollege. Ich will jetzt voll in die Schnauze stopfen. Aua! Ich hab das nicht gedacht. Jetzt aber. Buff. Du bist tot, kleiner Wicht. Ich hab dich. Nein, nein, lass mich gehen. Nein, nein, stopp. Boah, das ist eklig. Das darf nur ich. Vor allem so lang. Der spinnt doch. Ja. Pass mal auf, Kollege. Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen. Ich wollte, hab's aber nicht. Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe. Ich schwör's euch. Jodie Holmes ist eine Hexe. Komm mit, komm mit. Wir gehen heim. Komm, komm mit. Ich glaube, den hätt's bestimmt umgebracht, wenn wir das durchgezogen hätten. Aber ich habe ja vorher aufgehört. Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst. Die anderen haben gespielt. Ich wollte nur mitmachen. Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Aiden war es. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jodie, nein, diesmal geht es nein. Richtig Ärger. Philipp, nicht. Ja. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Pass bloß auf, dass wenn Aiden da ist, dass du nicht selbst eine schmierst. Was? So, guck da. Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monster, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Nix Monster. Aber ich glaube, ich fände das Spiel, muss ich ehrlich sagen, noch um einiges besser wahrscheinlich, wenn es wirklich chronologisch ablaufen würde. So ist es jetzt ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht, ob man das zum Beispiel beim zweiten Mal dann chronologisch durchspielen kann. Ich hasse dich! Du bist schuld, dass meine Eltern böse mit mir sind! Geh weg! Du solltest sie nicht so anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen. Susan, das ist ein Monster! Hör sofort damit auf, so über sie zu reden! Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Das heißt nicht sowas. Ist immer noch ein Mensch. Können wir die Tür aufmachen? Nee, sah gerade so aus, als könnten wir hier unten was machen. Hier unten rumspielen. Ach, weiter geht's nicht. Die konnte nur den Streit mithören, sozusagen. Das ist nicht nett. Steht die jetzt auf? Ah nee, ich wollte mich nur umdrehen. Ah, sehr gut. Macht's auch. Ach. 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 Jetzt müsste es noch so einen Punkt unten am Hintern geben, dass man einen fahren lassen kann. Das wäre natürlich auch noch schick. So pff, vorm Einschlafen. Oder ein bisschen lauter. Wow.
Tja, mit Licht schläft sich doch besser. Aiden? Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Noch ein Schluck Tee. Und dann geht's wieder schlafen. Hey. Hey, ich will schlafen, du Aff. Wow. Der Aiden ist nicht gerade ein umgänglicher Typ. Mehr Anlauf, Dad. Johnny! Ist alles okay? Oh Gott, was ist passiert, Schätzchen? Du hast gesagt, Monster gibt es nicht. Tut es doch, Mami. Tut es doch. Tja, so schnell geht das halt. Jody, wach auf. Na? Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Die DPR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Weiterfahren! Jody, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Ich tu's. Gut, dann steigen wir mal aus. Was denkst du dir? Du verstehst das nicht. Sie ist die Einzige, die das beenden kann. Gut. Wo müssen wir denn hier lang? Wo geht's denn hier lang? Wir müssen Nathan folgen wahrscheinlich. Hast du irgendwelche Informationen von drin? Ist das irgendwas? Verzeihung, sie können hier nicht durch. Sie kann durch. Oh, Entschuldigung. Besser aufpassen. Na los, ich bin bereit. Noch nicht. Wir warten noch auf den Befehl. Ist das die Kleine? Welche? Ja, das ist die Kleine. Die Kleine. Kann sein. Was? Müssen wir irgendwie lang. Ah, der ist da reingegangen, ne? Da oben steht er doch. Wow. Achtung. Nicht drängeln. Eieiei. Also hier. Wow. Okay, das Haus sieht auch sehr mitgenommen aus. Hier scheint wirklich ganz schön was passiert zu sein. Das ist der Hubschrauber. Dorian ist noch drin. Ein Dorian ist auch noch drin. Was macht sie denn hier? Ja, die guckt sich um, die will helfen. Das will sie. Ich glaube, wir müssen wirklich rein hier. Da oben wartet er schon. Ich dachte, wir können noch uns im Zelt umschauen und können vielleicht was nehmen oder so. Nun gut. Dann geht's zum Kondensator. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Jody, die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie.
lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Ich schaff das. Keine Sorge, ich hab nicht vor zu sterben. Ja, Kondensator. Da müssen wir hin. Und ich frage mich, wie ist es Jodie damals ergangen? Wie ist sie zu der Existenz gekommen? Die war ja auf einmal einfach da über Nacht, so durchs Fenster. Mir nichts, dir nichts. Aber ich hab Schiss. Lift. Ich glaube, hier geht's nicht rein, oder? Hier kann sie aber dennoch reingehen. Ich glaube, hier gibt es nirgendwo was. Wir müssen einfach zum Lift. Das hier ist ja kein Spiel, wo man sich ewig umgucken braucht und was mitnehmen kann. Sondern hier geht es mehr um Story, um Entscheidungen, die man treffen kann. So. Aber man kann nicht rennen. Das ist auch schon eine kleine Verzögerung hier. Um ein bisschen mehr zu genießen wahrscheinlich. Warning. Da ist Warning. Ah. Gut. Kann man hier rein, oder?